Ja, hallo, liebe Laserfreunde, ich bin's, der Tenshi, und zusammen mit dem leckeren Old Bull. Wo ist er denn? Oh, er ist abgehauen. Du wolltest mich nicht drauf haben. Ja, gehörst nicht auf das Thumbnail. Du bist ja bloß ein Together. Ach so, okay. Wo rennst du jetzt hin, ne? Gehst du nach Hause, gehst du jetzt weinen, gehst du zu Mama? Tschüss! So, Leute. Das wird jetzt ein Singleplayer-Projekt. Ich weiß nicht, ob ich das schaffe. Ich fühle mich jetzt schon so einsam hier. So, Leute, wir haben in der Pause haben wir hier mal ein bisschen was gebrannt. Wir haben jetzt 100 Schnaps. Titanium, genau, 69 Nickelbarren. Jetzt haben wir noch mehr Nickelbarren. Alter, ich glaube, wir können sogar 3 Laser bauen von den guten. Von den guten. Das kann gut sein. Nickelohr mal reinstopfen wieder was. So, immer schön reinstopfen. Der ist halt sehr schnell und agil. Wie sieht's denn hier aus? Power? Guck mal, der kommt locker damit klar, der Hub. So, dann bauen wir mal. Soll ich bauen? Bau. Wo ist es denn hin? Wo ist denn hier? Laser MK2. 1, 2, ach, ein dritter passt gar nicht. Da bräuchte ich doch noch ein bisschen Nickel. Aber Nickelbahn haben wir bestimmt hier noch. Ah, das reicht nicht. Aber egal. Wir wollen mit diesen krassen Lasern, I'm firing my laser. Hier wollen wir ja eh erstmal das Labor, weil das. Geil. In 4 fucking Folgen haben wir 6 Pots weggehauen. Also 6 Pots plus. Ey, das sind eigentlich 2 Stunden. Nehmen wir mal. Ja. 25 Minuten, ja, ungefähr, sag mal, 1,5 Stunden oder so. 1,5 Stunden, ja. Also ist schon krass. Aber das wird sich jetzt hoffentlich ändern, indem wir hier... Ist der getötet gerade was? Ja. Diese Lasers werden weggemacht, pass auf. Boom. Dann setze ich hier mal schon die Laser hin, so. Das ist der eine, alles sehr geil. Oh. Der macht das schön voll. Irgendwas hat mich getötet. Ja, irgendwas schießt hier auch. Warum, was hat dich angeschossen? No. Ja, da ist irgend so ein Viech in der Wand und das hat mich getötet. Oh. Ich sehe nur da so ein Schleimi, aber der ist friedlich, der auch. Hm. Ja, da ist einer an der Wand drin. Das sieht aber echt verdammt gut aus. Es ist nur ein Laser, den ich hier hingeschickt habe. Und der hat mich auch der getötet. Der da. Die dumme Sau. Oh, der schießt schon wieder auf mich. Ich habe ihn umgebracht. Okay. Ich habe ihn umgebracht. Danke. Dankeschön, hast mich gerecht. So, hier, guck mal, das ist ein Laser und der macht das schon ganz gut. Aber der obere ist natürlich sehr leer, ne, ist klar. Also setzen wir noch einen zweiten Laser hin. Okay, das hier. Okay. Aber die Dinger haben ja auch langsam Probleme. Das so oh, warte mal, das ist der falsche Laser. Ja, hier werden wir jetzt wahrscheinlich die größeren Power Storage brauchen. Piu, piu. Wobei die eigentlich angeblich kein maximalen Power Output haben sollten. Aber guck mal, wie langsam das hier durchgereicht wird. Ja, das ist echt wenig. Und hier, wie sieht's hier aus? Hm. Naja, jetzt. Nee, die oben, die Blöcke sind das ja. Nee, das lohnt sich nicht. Ich glaube, da musst du direkt mit Lasern weiterschießen. Laser schießen. Aber ich habe trotzdem das Gefühl, dass das Labor ein bisschen schneller geht. Ich würde ehrlich gesagt mal was probieren. Aber hier, die Kleinen, die haben das Problem. Ich würde den. Würde da gerne den einen blauen hier hinsetzen, bei dem. Mach du das mal bitte, weil du sammelst eh ein. Was soll ich? Soll ich ihn jetzt hier. Achso, du willst gucken, ob der. Den da drunter, genau. Und den Laser, der hier ist, direkt hochschießen lassen. Ohne Power Storage. Ach so, du meinst. Ah, ich verstehe. Also. Ach so, das würdest du machen. Ah, okay. Ich dachte gerade eher so hier. Den anderen hätte man nämlich hier oben drauf setzen können, dass er auch gerade ausschießt und hätte quasi den zweiten befeuert gehabt. Aber wir können natürlich auch mal so testen. So, mal gucken. Dann brauchen wir, glaube ich, einen Block oder so. So, jetzt geht's los. Oder so. Es saugt auf jeden Fall mit kleineren Impulsen. Ja. Also das andere, da hat er mal gewartet, bis er ein bisschen dicker, ein bisschen voller war und jetzt steckt er alles da rein. Aber ob das jetzt schneller geht unbedingt. Ja, wir brauchen noch mehr von den Dingern. Stell dir vor, nochmal 2 davon. Wir brauchen nochmal 2, ja. Dann nochmal, hier, jetzt geht die, aber ach doch, die werden ordentlich leer gelutscht jetzt. Jetzt wird es ein bisschen... Ja, wir brauchen oben die Dings schaffen es halt nicht mehr. Und am besten noch einen für nach unten vielleicht. Noch ein Laser, der nach unten ballert. Da brauchen wir so viel Nickel und so. Wir müssen mal wieder was nachlegen. Der wird jetzt echt leer. Ja gut, also den müssen brauchen wir aber. Oder kann man hier auch einen Laser hinpappen? Was? Na, kann man hier einen Laser hinpappen? Wird er dann befeuert? Oh, das weiß ich gar nicht, aber ich glaube nicht.
Das müsste man testen dann, ne? Aber es wäre ja auch Blödsinn, also ist ja eh ein großer. Ja, das heißt, wenn wir jetzt noch mal zwei Stück darunter machen, dann reicht es wahrscheinlich eh nicht mehr von... Nö, das wird hier auch nicht reichen. Da werden wir jetzt eine zweite Geschichte bauen. Das ist ja kein Ding. Also noch so ein Ding. Noch so ein Ding. Das geht ja ratzfatz. Okay, und während wir das Ding bauen, können wir nebenbei noch den Ofen hier weiter anheizen. Oh yeah. Da muss eh noch mal ein bisschen was Nickel rein, das wäre komplett Flair gewesen. Komplett Flair. Komplett Flair gewesen, komplett. Aber auch richtig. Richtig komplett Flair. Ja, so, ja. Mal Nickel rausholen hier. Hab ich gerade. Ach so, ja. Tu es mal unten in die Kiste. So. Theoretisch könnte ich jetzt noch einen Laser schon basteln. Wir brauchen, warte mal, ich sag dir an, was wir brauchen, weil du hast eh die ganzen Mats. Ich hab alles einstecken. Sag an. Wir brauchen 3 Generatoren. Die Generatoren waren hier bei Power Storage. Was sind denn die dummen Generatoren? Da, Pyrothermetik, ne? 3 Stück? 1, 2, 3. Okay, 2 Hoppers? 2 Storage Hopper, ne. Doch. 2? 2. Ja. Okay, 1, 2. Und wir brauchen Tyler, ne? Eine Power Storage. Ich mach noch schnell den Tyler mit rein. Den Tyler, genau. Power Storage Brauchen wir aber noch. Sogar 2. Da brauchen wir sogar 2. Ja, stimmt, wir müssen ja nochmal extra teilen. Aber ich hab noch, okay. Also ich habe noch Power Storage, habe ich noch einstecken. Ach nee, die großen brauchen wir. Ne? Yeah. Die großen. Das ist aber gut, weil ich habe noch, ich habe 6 einstecken, 4 brauche ich. Perfekt. Sehr gut. So, und das war's theoretisch erstmal. Yep. Ich lege noch schnell was nach. Es waren so wieder 36 nachgelegt, Alter, das geht so schnell. So. So, und dann müssen wir hier hinten in die Wand dann ein Loch schlagen, um weiter zu arbeiten. Ja, wir wollen ja, genau, wir wollen mal gucken, ob das so funktioniert. Ich guck mal, habe ich den Turntable hier zufällig unten drin? Ah, ne, ich kann ja kopieren. So. Wenn ich jetzt hier hinpappe, ja, funktioniert. Ja, klar, warum auch nicht? Wie geil! Alter, wie geil ist das denn, ey, wie geil! Cool. So. Das heißt, wir dürfen hier die Wand direkt wieder wegmachen. Dieses Haus ist ein dauerndes Umbauen. Ja, aber es wird richtig cool. So, dann bräuchten wir. Na, ich wollte es ja so machen. Hier noch so ein Dreier und hier noch so ein Dreier-Ding. Und danach teilt sich es wieder in 3 Stück auf. Weißt du, da hätten wir so 3, 2, 3, 2. Bis dann irgendwann das Band nicht mehr ausreicht. Müsste man aber dann hier mal so ein. Ja, können wir ein bisschen enger. Ja, so eng bauen. Dass wir hier den Turntable haben. Ich habe ja auch noch ein paar. Dann könnte man nämlich dann später hier. Also hier geht es erstmal geradeaus weiter, ne? Zu unserem Power. Aber ist ein bisschen zu weit. Vielleicht noch ein bisschen. Ich würde direkt hier weiterziehen. Nee. Also hier nochmal abzwacken. Mit dem nächsten Turntable. Ja, na klar. Also ich würde das so machen. Das kann ich ja schon mal bauen. So. Genau. Okay. Und dann einfach komplett. Ja, dass die dann hier. Weil hier kommen ja jetzt die 3 Sachen. Hier kommt ja ein Generator hin, hier kommt ein Generator hin. Hier. Hä, wie willst du das jetzt bauen? Naja, hier kommt ein Generator hin mit 1, 2, 3, ne? Ja. An der Stelle. Und hier drüben kommt dann das gleiche nochmal hin. Und dann kann man hier dazwischen, kann man das nächste Band durchziehen. Das nächste Band. Und dann teilt sich das hier vorne, hier hinten irgendwo nochmal in 3 Teilen auf. Richtig, so habe ich mir Deswegen das auch Deswegen wollte ich einfach nur hier diesen Turntable und diesen hier drüben. Die gehen dann da rein, in das dritte, nächste Band. Und hier kommt der Generator drauf. Also können wir eigentlich direkt dran oder wollen wir ein bisschen Platz lassen? Ah, wir haben doch Platz, komm. Wir haben Platz. So. Da brauchst du aber dann nochmal ein Turntable, oder? Nee, ja, auf der Seite dann später, ja. Ich baue einfach mal schnell ein. Wobei ich, nee, erstmal das andere bauen. Also, wie sieht das hier aus? Hier kam dann immer... Ach doch, hier kam noch der Turntable, genau. Ja, das sag ich ja. Und für die 3 Dinger, stimmt. So. Machen wir erstmal hier eine Gerade rein. So. Dann kam der erste Generator, ne? Dahinter der Powerblock. Der Powerblock kommt dahin. Dein Mittelband ist ein Problem. Hm? Wieso? Passt doch perfekt rein. Stimmt, hast recht. Ich war gerade verkehrt. Nee, ich habe ja ein bisschen was falsch gebaut, oder? Nee. Die Generatoren kamen ja dahinter. So und so. Und dann hier nochmal so und so. Ist ein bisschen eng, aber... Schon ist es fertig. Schon fertig. Holen wir noch schnell 2 Turntable.
Was heißt holen? Ich muss keine hinten stehen oder so machen. Ja. Okay. Dann wird jetzt noch, damit man wenigstens sehen kann, wie das dann nachher mal werden soll. Cool. Und schon läuft ja, das. Cool soll das werden. Da hast du recht. So. Und schon läuft das hier. So, das Problem ist jetzt, brauchen wir hier hinten natürlich jetzt auch irgendwas, was hier vorschießt. Aber da kannst du ja noch einen Laser bauen, hast du ja gesagt, ne? Ach stimmt ja, wir haben jetzt natürlich jetzt, naja, klar, jetzt müssen wir gucken, wo wir den, wie wir das rankriegen mit dem ganzen Sturm und so. Noch schnell was nachlegen. Ich würde das hier unten direkt vernetzen mit dem. So. Das wäre jetzt... Oder kann man das nicht oberirdisch auf den anderen raufschießen? Nee, ne, das geht nicht. Ich weiß noch nicht genau, wie du das meinst. Okay, jetzt noch ein bisschen Titanium, dann kann ich schon wieder... Also Nickel habe ich wieder, Titanium bräuchte ich dann noch. Dann könnte ich noch einen Laser machen. Ja. Ich habe aber jetzt schon mal... einen habe ich jetzt schon mal, einen fetten. So, gehen wir mal... Ja, jetzt haben wir natürlich den Aufgang nach unten. Müssen wir dann wirklich mal das Haus... Ja. Vielleicht in die Länge, dass wir hier irgendwie eine Treppe nachmachen oder so. Ach, wie schön das hier ist. Wie schön, der ganze schöne Dreck. Der ganze schöne Dreck, ja, so, richtig. Ich will jetzt hier runter. Au. Alter, das ist komplett leer gesaugt, die Dinger hier. Wie krass. Und du bist ja am überlegen, ob du das jetzt verbindest oder wie mit dem da. Ob wir den hier direkt mit dem hier gleich verbinden. Was ein bisschen schwierig ist, weil es ja leicht versetzt ist auch, ne? Vielleicht oder man kann es halt oberirdisch. Oder wir bauen das oben doch so hin, dass wir immer drei Reihen machen. Drei, drei, drei. Wird man auch hinkriegen. Ja, ja. Dann könnte das wäre man besser. Theoretisch... Das wäre besser, Denji. Oh, hier ist der alte Schacht. Geil. Schön gefunden. Oh, da oben ist ein Loch. Kann ich mich da durchschießen? Nein, kann ich nicht. Weil ich scheiße bin. Jaha! Okay. Guck ich mal, ob wir hier umbauen. Ist natürlich ein bisschen blöd, weil ich jetzt einen Haufen Kohle einsacke, aber... Ja, das ist wurscht. Kannst du auch gut gebrauchen. Ich mach da erstmal noch zu. Okay, also. Ich baue noch mal kurz hier alles weg. So. Also eigentlich bräuchten wir bloß so. Das Band geht schon hier wirklich hier lang. Ist kein Ding. Das ist ja in Ordnung. Das verbindet sich dann hier. Ja. So. Muss halt aufsplitten einfach. Und jetzt einfach nochmal hier ein Aufsplitter auf 3, genau. Vielleicht ein bisschen mehr Platz lassen. So, ja, nee, also was heißt mehr, aber hier auf jeden Fall. So. Aber das eine brauchen wir. Na, hier halt. Das bildet jetzt auf 3 auf. Und schon hätten wir wieder 3. Ja, 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 ja. Hier haben wir noch eins freigelassen, also quasi. Da. I know what you mean. Eins da, eins da, eins da. Richtig. Geil. Und das geht dann, genau. Eins hoch. So. So. Genau. Aber wir machen ja jetzt hier, also dann hier nochmal ein Splitter. War das denn schon so. Ah, nee. Das schon der Turntable? Ja, der muss noch ein bisschen weiter hinter. Ja, wollte gerade sagen. Also einen muss er auf jeden Fall. Einen muss er auf jeden Fall noch vor. Huch. Was? Zwei? Ein? So. Da soll der hin. Und dann da. Da und dann geradeaus noch. Richtig, das gleiche machen wir hier und das gleiche dann genau. Hier. Oh, hier. Der ist ein wunderschönes Ding. So. Eine wunderschöne Prinzessin. So. Eine wunderschöne. Ja, mit Generatorin. So, Generatoris. Noch ein paar Hopperin. Hopper und fertig. Ja, Gott. Dann oder kann man das nämlich direkt von dem einen in den anderen reinschießen? Geh arbeiten! Ich brauche noch so einen großen Storage-Block. Brauchen wir. Kein Problem. Und einen Laser. Und einen Laser. Einen Laser habe ich ja noch, einen MK2. Ja, den habe ich ja noch bauen können. Aber mit Titanium wird gerade noch gebacken. Ist wahrscheinlich schon wieder fertig. Ich brauche noch eins, zwei und einen großen. Ich gehe noch mal ganz kurz gucken wegen Backen. Weißt ja, muss man ja auch ein bisschen gucken. Ja. Ist schon wieder leer, ey. Schlimm. So. Weil es so schnell geht, ich glaube, ich kann noch einen Laser machen. Oder? Nein. Ah, 3 Stück fehlen. Warte, die warte ich noch schnell ab. Die gehen schnell. 1. So. Wir brauchen halt die Power. So. 2. So, Nickel ist alles weg. Ich habe noch 31 einstecken, aber ansonsten ist, glaube ich, alles weg, ja.
Ja. So, jetzt habe ich... Und dann nehme ich mal Titanium ins Inventar. Brauchen wir denn überhaupt noch einen? Egal, kann man immer gut gebrauchen. Titanium brauchen wir immer. Nee, ja, ich meine jetzt diese fetten Megalaser. Ach so. Ja, wo bauen wir uns denn hier mal eine Treppe nach unten da? Nee, ist so nervig. Kommt man einfach nicht runter. Vielleicht wirklich hier den ein bisschen dicker machen dann und dann irgendwo eine Treppe nach unten. Hab doch hier unseren Fahrstuhl. Ja, aber ich meine, wenn du gerade an der Powerline arbeitest, gut, da kann man natürlich auch ein Loch reinbohren. So. Wir hatten das hier gebaut, ey. Oder ist das die richtige Höhe? Nee, man könnte hier ein Loch reinmachen. Ups. So, ich mach mal hier so ein bisschen runter. So, also. Jetzt habe ich natürlich nicht geguckt, wo der Powerblock ist, weil da kein Loch unten drunter war. Mist. Hier? Nein. Hier? Nein. Nein? Nein? Da. I have found him. Oder so. Okay, sehr gut. Mr. Fenderlohn. So, und jetzt kann ich da einen Laser drunter pappen. I'm firing my laser in falsche Richtung oder beziehungsweise falsche Laser. Piu! Piu! Hier haben wir jetzt einen Runtergang, Eingang. Mal gucken, ob das was bringt. Die sind kontinuierlich am Feuern. Ja. Sind kontinuierlich am Feuern. Das schaffen sie noch. Was ist das hier überhaupt für ein Ding? Ist das hier noch eine Ader? Nee. War einfach nur so ein Klotz. Okay. Schön. Ja, die füllen sich nicht unbedingt auf, aber wird ordentlich durchgepfeffert. Ah, weißt du, was wir vergessen haben damit jetzt? Dass die Anlage nicht funktioniert. Welche? Ne, die PCP-Herstellungsanlage funktioniert nicht, weil die keinen Strom hat. Das ist korrekt. Deswegen hat man ja eigentlich diese... Ja. Es war ja nur ein Test. Aber vielleicht können wir ja den Laser da auch wieder wegmachen und dafür zwei dicke hier hin. Ja, mal richtige dicke Dinger, ja. Ich baue mal zwei. Die können wir auch mal weg. Hier, nimm die zwei mit. Warum sind... Achso. Warte. Ich habe 5 Stück einstecken. Ich weiß gar nicht, kann ich die droppen? Nee, so. Klatsch die einfach irgendwo. Meins. So. Zieh mich doch hoch. Ich weiß, ich bin dick, aber trotzdem. So. Ich habe extra den Aufgang gebaut. Welchen Aufgang denn? Glaubst du, der hätte mir gereicht? Weiß ich mich auch gerade, wo der hin ist. Oh, shit. Oh, Tin ist leer geworden. Gibt's ja gar nicht. Eine Lore gibt's es. Nee. So. Ach Gott, ey. Irgendwann bin ich auch der Sachsen-Let's Player, wenn es so weitergeht. 1, 2 und 3. Ich komme wieder runter. So, da bin ich. Mach auch mal Lucky Lucky. Weg damit. So, 1, 2. Oh, guck an. Der füllt sich sogar. Ja, und der oben, der frisst sich dann. Mal gucken, wie schnell sich das oben... Es füllt sich... Ich weiß nicht, ob sich... Der gibt nicht schnell genug weg. Der gibt nicht schnell genug weg nach oben. Nee, das war aber... Wieso? Das geht eigentlich. Das ist... Ja, wenn sich der untere füllt und der obere nicht... Naja. Dann gibt er einfach nicht schnell genug unten raus. Der gibt er das von unten nicht schnell genug nach oben hoch. Also die Laser einfach viel schneller. Die haben ja noch einen internen Storage, glaube ich, einen leichten. Die Lasers? Ich könnte jetzt natürlich auch so machen und dann einfach, auch wenn es ein bisschen nach Verschwendung aussieht, so hier machen. Nee, das ist ja Quatsch. Da hast du ja trotzdem das Stück. Aber er gibt schneller weg. Er gibt schneller weg. Ja. Wie man sieht. Aber man muss ja irgendwie diese Kreuzungen mit reinkriegen. Ja. Weil das PCP-Maschine, die braucht auch sau viel Strom.
die jetzt mit was anderem anzuschließen, mit einem anderen Generator, einem eigenen Generator, könnte man auch machen. Ich denke, das passt schon so. Ich habe noch einen fetten Laser, ist voll krass. Okay, da kommt ja jetzt das andere ran, ne? Das kommt ganz gut gerade hier, so. Oder? Nee, warte mal, der andere schießt ja hier rüber. Genau. Und das funktioniert aber, das funktioniert sogar zu gut. Das läuft echt gut. Das heißt, da oben sind aber auch alle am Arbeiten, ne? Sie sind alle leer. Nee, der eine nicht. Wieso wird er nicht leer? Der wird nicht mehr abgearbeitet hier. Wer denn? Naja, weil der Bonuslaser, der Laser, der da drüben rüberschießt, der füllt ihn halt zu schnell. Deswegen, hier arbeiten auch nur zwei so richtig. Naja. Drei. Jetzt drei, ja. Weil der ist auch permanent leer, voll krass. Es müsste sich dann eigentlich ausgleichen. Das ist jetzt echt ein bisschen. Naja, ist ja klar, weil der Powerblock wird da halt ziemlich krass befeuert. Müssen wir das irgendwie anders umbauen hier unten? Dann sollten wir das vielleicht doch nicht hier direkt drauf schießen auf den. Ja, es funktioniert ja momentan so. Ja, aber wenn die hier voll sind, ich weiß nicht, ob es das bringt. Naja, also weil hier drüben ist ja halt alles leer, ne? Der zweite Generator auf jeden Fall ist dann nicht ganz so stark dabei. Aber ich glaube, das geht schon schneller mit dem Aufladen. Man könnte natürlich wirklich gucken, ob man den zweiten Laser, den könnte man sogar hier mit drauf schießen lassen. Dass der hier mit drauf schießt, auf dem Block. Von der Seite, da bräuchte man noch, einen fetten Laser bräuchte man noch. Dann könnte man, nee, das wäre, glaube ich, eine bessere Idee. Ach, kacke, der Laser ist zu weit oben. Theoretisch könnte ich ihn nach da feuern, nach da. Und dann hier von hier einfach hier draußen so. So. Aber warte mal, da steht, ich habe doch hier die Statistiken. Wenn du auf den Laser gehst, hast du 39,5 Power pro Sekunde. So wird das jetzt PS. Gemacht. Hier, ich hab's gelöst. Naja, sieht kacke und aus. Und der schießt viel weniger Power pro Sekunde raus. Weißt du, wo? Der ist nur bei 32. Der ist bei 35 hier. Es kann auch sein, dass es einfach auch durch die Powerblöcke da Probleme haben. Ja, genau, dass die Powerblöcke einfach das Problem sind, dass wir die komplett weglassen. Power Storage MK2. Hier steht aber Maximum Power Transferrate, steht None, also. Als ob die genug rausgeben können, einfach immer wieder. Ah. Ah, guck mal hier, ich hab das jetzt so gelöst, Old Bull. Der lädt sich doch recht schnell voll jetzt. Sieht aber kacke aus. Er ist mir immer noch zu langsam. Naja, aber wir produzieren halt nicht mehr Energie. Ja, ja. Guck mal, ich feuere das direkt rein. Hier oben, das Ding ist immer leer. Hier oben ist echt leer, das Ding. Das ist halt das, was die maximal produzieren. Das geht nicht mehr. Ja, und der hier drüben sollte jetzt auch dann bald wieder leer werden. Eigentlich. Warum wird er nicht leer? Hey, wieso wird er hier nicht leer? Dann müsste er langsam leer werden. Ich glaube, das ist, vielleicht gibt es ja irgendwo eine Transferrate von Block auf Block, also quasi von diesem Power Storage Block auf den Power Storage Block, dass die das nicht vertragen. Dass da immer ein Laser zwischen sein sollte. Dass da immer dieses Hin- und Hergeschieße noch drin ist. Vorhin wurde der doch leer hier, da musste auch leer werden jetzt. Ach nee, da haben wir ja auch direkt reingeballert. Ja. So, es ist ein gewisser Widerstand auf jeden Fall da. Aber hier drüben brauchen wir einen Block, weil sonst kommen wir hier nicht rüber zu der zweiten Maschine. Wir könnten. Ja, ich weiß nicht, dass wir den zweiten Laser so ein bisschen nach unten. Wir haben da noch ein paar kleine Laser jetzt bestimmt, oder? Zwei kleine habe ich. Ja, vielleicht können wir den mit einem kleinen Laser hier noch beschießen irgendwie. Dass wir den separat zu reinballern. Man muss aber bedenken, dass der richtig viel Strom auch frisst, ne? Also der müsste mal echt eine neue Maschinerie anschließen dann bei dem. Oh, guck mal, jetzt wird's leer. Es wird weniger. Ja, langsam aber. Ja, es ist trotzdem noch zu langsam, finde ich. Naja, das ist halt jetzt der. Wir können mal kurz testen, wie es ist, wenn wir den Laser direkt anschließen. Da haben wir zwei Laser fast schon direkt angeschlossen. Fast. Ja. So. So, Power-Transferrate mit
Wir brauchen einiges mehr Strom. Aber wir haben ja da noch zwei andere Generatoren, die wir noch anschließen können dann. Und das direkt versuchen. Lass mal, guck mal, wenn wir das hier... Also wir müssen natürlich dann Haufen Materialien brennen. Und ich fliege jetzt ins Windows. Da bin ich, so. Wir müssen natürlich einen Haufen Materialien brennen, damit wir diese Laser haben. Da müssen wir halt gucken, ob wir... Ja, hier ist doof, weil das ist halt so direkt reingeballert. Das sieht halt doof aus, aber man kann es natürlich machen, theoretisch. Man könnte jetzt hier noch einen Laser haben. Ich könnte also mal so demonstrieren, da noch einen Laser, hier noch einen Laser. Hätte man, so wenn man jetzt noch drei Maschinerien, wir haben ja drei Maschinerien extra, also noch nicht gebaut, aber Platz dafür. Ja. Hier kann man drei Maschinerien hier hinballern und dann hat man ein Storage-Block und das ist der. Ne, das sind auch zwei übereinander gestapelt. Aber das, ja, aber das ist auch wieder oberirdisch. Das, Ich möchte mal kurz was probieren. Kann man Mach mal. Den Laser direkt ballern lassen? Huch, warum habe ich keinen Laser mehr? Also ich habe keinen Laser mehr, aber ich muss mal abbauen. Moment. Kann man den direkt aus den Generatoren rausschießen lassen? Hier. Das heißt, nach da schießen und dann mal gucken, ob hier was ankommt. Oh. Ob man die direkt raus... Nee, das sieht... Oder? Da kommt Strom an. Doch. Power, 45. Aber ist das jetzt aus dem Block darunter? Darunter ist ja noch ein Block. Ich mach die mal kurz weg. Kommt da jetzt immer noch was an? Tatsächlich, das geht direkt aus den Generatoren raus. Ja. Und Speichereinheit, naja, das mit dem Speichern hat eh noch nicht so richtig funktioniert. Könnte man auch direkt drüber ballern. Dass man die Blöcke komplett rauslässt, dass man das mal komplett ohne macht. Ich teste das mal. Ja, auf der anderen Seite teste ich das mal. Genau. So, ich habe jetzt noch den großen hier, zwei Stück. Hier habe ich noch einen. Den nehme ich mal. Bau das einfach mal ab und probiere einfach mal. Ja, das würde ich bei den anderen vielleicht machen. Bei den großen hier, da müsste ich nämlich bloß noch einen ersetzen. So, so, so. Weil die Generatoren haben ja selber noch einen Buffer. So. Die haben ja, die speichern ja 1000. So, jetzt haben wir direkt angeschlossen hier, das eine Ding. So. Ja, ich meine, die Geschwindigkeit, die können wir nicht, also die Geschwindigkeit an sich, wie schnell so ein Laser pulsiert, können wir eh nicht abändern. Ja. Das ist korrekt. Teilweise wird der Laser sogar langsamer, weil die Generatoren wahrscheinlich nicht. Hast du das jetzt angebaut schon, oder was? Ja. Ach so. Der halt, aber der wird halt, die hören auch manchmal auf, weil die Generatoren nicht mehr ausreichen. Kann man noch einen vierten? Die kommen nicht hinterher, ne? Könnte man den vierten anschließen? Naja. Oben drauf. Ja, aber wir müssten die Kohle, das sieht aber mit der Kohle komisch aus, glaube ich. Außerdem müssen wir den Verteiler dann weiter vorsetzen, damit wir noch eine Schritt. Nee. Nimm hier einfach mal einen weg. Ach, den hast du. Egal, bau du. Was denn? Was soll ich machen? Hier einfach mal einen oben drauf setzen. Ja, wo drauf? Ja, auf den Laser. Welchen Laser? Hier, bei dem. Hier, wo ich stehe, Tenchi. Ach so, wo ist der? Da, auf den Laser. Naja, der braucht ja Kohle. Doch. Ja, Ultpo, der braucht ja noch Kohle. Ja. Also, dass der funktioniert, ist klar. Hier? Dass der, ja, auch nach oben aus, dieses Splitter. Nee, leider nicht, ne? Naja, man müsste den vorher setzen, den Splitter. Vorher. Ja. Und du brauchst ja noch einen Hopper davon. Die Frage ist, was ist denn, wenn ich jetzt über... Aber das bringt ja nicht viel, wenn ich jetzt hier oben drüber baue. Bringt ja nicht viel. Könntest aber auch hier hinter einsetzen. Der hätte jetzt Kohle, aber... Oder? Nee, gibt er nach oben aus? Eigentlich sollte er auch nach oben ausgeben. Ja, tut er. Aber der Strom kriegt man da nicht. Zumindest nicht mit dem Laser. Ja. Da müssen wir höchstens Storage-Blöcke bauen. Dahinter könntest du einbauen. Ja, da braucht trotzdem Kohle. Ach wohl, die wollen wir von hier holen. Und da kannst du doch von hier noch einen Teiler reinbauen. Mit dem neuen Ding könnte man das jetzt da machen, geil. Dann da noch ein Hopper Teiler rein. Und dann noch ein Storage-Hopper. Kannst ja von hinten erstmal klauen, ja, alles. Klau erstmal hier. Schön geklaut. Und das war das Setup, was wir haben, vielleicht nochmal ein bisschen überdenken. Naja, was heißt überdenken? Das effektiver. Das funktioniert machen. Ja momentan ganz gut so. Nur der in der Mitte hat ein Problem. Aber gucken wir mal, ob wir es vielleicht doch effizienter hinkriegen. So. Wie sieht es aus? Hier ist noch ein Teiler rein. So. Ja. Und dann arbeitet der. Jetzt laufen vier. So, und jetzt hat der eine Übertragungsrate von 27, warum hat er nur 27? Wie viel produzieren die? Von der Geschwindigkeit her. Burntime 10 Power pro Sekunde. Das heißt, 40. Du brauchst
6 Stück, um den Laser voll auszureizen. Naja, theoretisch wären das jetzt 40. Wenn jetzt alle perfekt laufen, wären es theoretisch 40 eigentlich. Ja. Aber die sind trotzdem nur bei 29 momentan. Aber es geht noch höher, es geht höher. Der heizt sich hoch. Ne, der geht gerade auf 28 bei mir. Power pro Sekunde. Aber, ja. Aber die geben aber auch, ja, doch 10, okay. 29 ist er jetzt schon bei mir. Ja, aber da pegelt das sich ein. Sich, ja, da kommt fast bis 30. Aber das sind 4 Generatoren, ja. Theoretisch. Weil eigentlich, also das ist halt, hier steht das, ne, nicht der Power Storage, sondern wo ist denn der Laser jetzt? Mach einfach H. Ja, ja, ich weiß, Laser, ja, so. So. Hier steht 66 pro Sekunde. 40. Aber die Paket-Size, das frage ich mich, was das bedeutet. Das ist pro Schuss. Ja, aber der schießt ja nicht 66 Mal oder 60 Mal pro Sekunde. Also Schuss, weißt du, weil das ist ja, kann ja nicht pro Schuss sein, wenn da unten noch 66 pro Sekunde steht. Ja, da steht aber Maximum Paketrate 1,6 pro Sekunde. Das heißt, der schießt schon 40. Ach, warte mal, pro Sekunde schießt der ungefähr was mit 30. Der schießt nur was mit 30 ungefähr pro Sekunde, weil guck mal, der schießt fast 2 Mal pro Sekunde, ne? Und dabei überträgt er pro Sekunde 66 PPS, also Power. Ja. Das heißt, er schießt ja ungefähr, wenn er 2 Mal pro Sekunde schießt, dann schießt er quasi 30 Power pro Schuss. Hast du recht. Dann kommst du auf 60 ungefähr bei pro Sekunde. Ja, also ja. Haut das dann mit 3. Stimmt das hin? Dann würden ja sogar 3 Generatoren fast schon reichen. Beziehungsweise mit 4 ist er maximal ausgereizt. Guck dir das an, jetzt ist er schon bei 31. Ungefähr so wird es hinhauen jetzt mit dem Schuss. Das ist auf jeden Fall Maximum ausgereizt. Mehr kann der Laser nicht. So, wie sieht es jetzt aus mit einem so einem Ding? Naja. Und wie viel sind es, wenn es nur 3 sind? Wenn wir jetzt mal einen wieder abschalten? Dann wird er einen Tick runtergehen, weil die produzieren ja theoretisch 30, sollte nee. Aber... Naja, 30 sollte reichen. Naja, der macht aber ein bisschen mehr, der macht 31. Macht der momentan 31,6, so ein bisschen mehr, also ein kleines bisschen langsamer wird er dann schon, aber im Prinzip... Ist immer noch bei der gleichen Geschwindigkeit. Jetzt geht er langsam runter, oder? Ich weiß es nicht. Die speichern nichts mehr. Die Generatoren, die haben einen Speicher, das heißt, wenn der nicht schnell genug arbeiten sollte, ne, dann fangen die an, sich zu speichern, also aufzufüllen. Ja. Naja, du musst das ja nicht überall machen. Also hier zum Beispiel, können ja so bleiben, theoretisch, dass sie nur einen Speicher haben. Magst du den nochmal hinsetzen, den Generator? Hast du den nicht bekommen? Ich war, glaube ich, nicht da. Ah, nee, ich habe ihn bekommen. War ja klar. So, und jetzt müssten die sich ja theoretisch nach deiner Dingens auffüllen. Guck mal, der hat selbst noch einen internen Speicher, sehe ich gerade. Von 384. Ja. Vielleicht hat er es... Aber der... Füllt sich ja auch nicht. Ja, der andere Generator muss erstmal auch warm werden, beziehungsweise... Ne, der läuft schon. Ja, aber... Der andere hat sich ausgeschaltet hier vorne. Bei mir laufen die alle. Ja, jetzt läuft er wieder. Ja. Aber die brauchen trotzdem eine Weile, bis die volle Geschwindigkeit haben. Die sind alle auf 100% bei mir. Wo steht denn 100? Ach, da unten. Na, Effizienz 100%, ja. Das heißt auch nicht, dass die sich 100% drehen. Also zumindest von der Grafik her dreht der sich hinten noch langsamer als die zweiten, als die drei aber... vorne. So. Außerdem produzieren die, ich weiß nicht, ob die so lange produzieren, bis die 1000 voll haben. Das weiß ich gar nicht. Oder ob die, weil hier drüben, doch, die füllen sich voll aus? Und dann schalten der sie ist ab. Ne, ja, doch, das könnte sein. Der hier ist fast voll, hat sich ausgeschaltet. Das heißt, wir produzieren immer noch nicht genug für den Laser. Ja, warte mal, ist der Laser schon auf voll, Max? Nee. Der lädt sich nicht auf. Power transmitted over 400, achso, das sind die Sekunden. Connected to Laser Energy Transmitter MK2 at distance of 4. Ach, aber der ist jetzt auf 30 PPS. Press E to Interface. Ah, eine Linse können wir auch noch reinmachen, Old Bull. Eine 15% Ach. Linse können wir noch reinmachen. Yep, yep. Habe ich welche einstecken? Ist das für eine Linse? Ich habe einstecken welche noch. Ne, ich habe keine. Ja, ich habe ja durch das Abbauen habe ich noch welche. Ja. Wie war denn das mit... Ja, hier einfach. Einfach draufklicken. So.
Ach, hier steht, wenn du das Menü aufmachst, sieht man auch nochmal die durchschnittliche Transferrate. Alter, krass, der geht fast auf 40 hoch. Ist ja klar, dass die Generatoren kommen da nicht richtig hinterher. Maximum Transfer pro Sekunde steht da 46 jetzt. Da unten steht's. Und wir produzieren jetzt bloß 40, aber so wird's. Also die anderen brauchen auch noch die Laser, sonst müsste der doch dann irgendwann voll werden hier unten. Der interne Speicher. Ja, also jetzt haben wir auf jeden Fall zu wenig Generatoren. Also mit 4 Stück funktioniert das. Aber das Problem ist, die anderen Laser müsstest du jetzt noch upgraden, ne? Ja, das meine ich gerade. Aber theoretisch müssten der interne Speicher langsam mal voll werden. Aber der hat auch 40. Der hat auch 40. Und die Dinger machen 10 da oben. Also das heißt, wir haben 4 Generatoren. Ja, der da egal. Der da oben wir hat 46. Nicht. Der Typ da oben hat 46. Ja, aber die Generatoren machen jeweils 10. Ja, ich meine nur. Also die können sich gar nicht auffüllen. Das ist exakt das, was verbraucht wird, was hier oben ankommt. Aber kostet ja nichts. Nö. So eine Linse reinzuhauen. Ja, nur eine Linse. Ja, bloß eine Diamantenlinse. Alter, wir sind 10 Minuten drüber. Scheiße, wir sind wieder von unserem Windows rausgeflogen. Ja. Egal, aber wir brauchten jetzt, müssen ja ein bisschen. Ja, aber das war jetzt so trocken. Aber also ich denke, da kann man schon mal ein bisschen länger machen. Auf jeden Fall wissen wir müssen auf jeden Fall mehr Laser anstecken noch. Also da muss einfach mehr ran. Da ist ja die Frage, ob wir alles nach unten, von unten machen. Weil wenn wir es nur nach unten, wenn wir hier, dann müssen wir erstmal nach unten schießen, zur Seite und dann nochmal nach oben. So. Beziehungsweise wenn wir hier hinten die Generatoren nehmen, müssen wir nach unten, zur Seite und dann nach da und dann nochmal nach oben. Das sind 4 Laser, die wir brauchen. Ja. Wenn wir es außerhalb machen würden, würde es scheiße aussehen. Wir könnten das aber auch ganz anders machen, Tenshi. Ganz anders? Ja. So richtig. Nämlich. Anders. Okay. Wenn wir den hier zum Beispiel, den anderen, dann unten drunter schießen, also das wäre kürzer. Achso, du meinst, dass wir die Generatoren hier vorne, die drei umfunktionieren für den Labor. Alle fürs Labor und die anderen dann umstellen. Das ist eine Idee. Aber trotzdem brauchen wir die fetten Laser vorher noch. Ja, natürlich. Dann einmal. Aber dann müssen wir das einfach nur nach unten? Quasi eine Etage tiefer und dann hier rüber schießen und dann wieder hoch. Aber hier brauchen wir dann genug Platz dafür. Immer sind 2 Anlagen. Na gut, 2 Plätze nach oben schießen wird ja kein Ding sein. Ja. Obwohl. Ja, doch, wir können hier noch zur Seite noch eins, oder? Wir können 3 Stück machen. Also hier wir haben hier 3x3. Hier können wir noch, genau. Also wir können ja 6 Laser hochschießen. 6 wird, glaube ich. Ja, doch, wenn man nach unten, wenn man noch eins runtergehen würde. Ja. Geil! Eigentlich könnte man sogar 9 hinkriegen. 9 meine ich doch, nicht 6. Krass! Aber der braucht einfach so viel. Also wir können hier das Maximum draufdonnern. Ja, damit wir auch richtig. Aber wir haben jetzt, glaube ich, schon ein bisschen schneller. Also wir haben jetzt bloß noch 2 Pots hier drin. Also es ging jetzt schon ein bisschen schneller dadurch. Ja. Und das auch wir. So. Gut, dann beim nächsten Mal. Schauen wir mal, ob wir. Ja, dass wir hier umstellen. Und ich glaube, wir haben genug Ressourcen, um hier die anderen 3 Generatoren noch hinzuklatschen. Ja, das oder haben wir auch. Generatorpakete. Beziehungsweise hier müssen wir vielleicht nochmal gucken. Wir können. Ja, mit der Geschichte, ich werde im Singleplayer gucken. Da gibt es ja so einen Kreativmodus. Und da werde ich mal Idee. Gucken, ob wir da ein besseres Setup. Na, warte mal, Ulpo, das möchte ich gerne noch zeigen. Hier baue ich mal was um. Okay. Und zwar so. Weil dann könnte man hier. Tatsächlich hier auch noch einen Generator reinkriegen, hier in die Mitte. Weil wenn hier jetzt noch ein Tyler reinkommt, hier ein Hopper. Wir haben ja hier. Nimm hier. Achso, wir haben noch, einfach. Wir haben noch Tyler? Ja, hier stehen noch 3. Nee, Tyler nicht. Ich hatte trotzdem noch einen einstecken. Ja, hier ist aber auch noch einer. So, dann. Ach ja, stimmt, wir können ja das ja auch noch nehmen, genau. Das kannst du da erstmal komplett wieder abbauen. So, und dann könnte man tatsächlich hier gleich noch den. Nächsten mit hinpappen. Okay, hier wird es ein bisschen schwierig. Das müssen wir dann später machen. Weil bei hier ist ja noch dieser Block. Den brauchen wir wahrscheinlich da unten gerade noch. Na gut, 2 Hopper wäre ein bisschen übertrieben. Also mache ich einfach hier einen hin. So, und dann wird der dann auch funktionieren. Das ist korrekt. Okay, Add und Remove ist ein bisschen doof, glaube ich. Weil die geben das gerade auch wieder aus, die Idioten. Die geben das hin und her die ganze Zeit. Und dann müssen wir halt nur Remove machen. Okay. So, sonst geben sie es immer wieder aus, die Säcke. So, jetzt müsste eigentlich funktionieren, oder? Nee. Ach nee, das ist so. Der Filter kann sich, glaube ich, nicht entscheiden, wo in welche Richtung er ausgeben soll, weil hier alles ja voll ist. Der will das irgendwie ausgeben, aber weiß nicht wohin, in welche Richtung er es ausgeben soll.
Ich glaube, das ist das eher das Ding. Es ist wie mit ja, der Filter hier zum Beispiel, der reiert auch die ganze Zeit rum, obwohl so, der muss ja, ja rumeiern. Das ist vielleicht. Der muss ja rumeiern hier. Oder? Ich habe keine Ahnung, was da abgeht. Der bubbelt das die ganze Zeit hin und her, aber das ist ja in Ordnung. Nicht wie Move Only, sondern Add Only. Aber ich glaube, Hopper ist ja davon nicht betroffen, ne? Der geht mir voll auf den Sack. Und Fließbänder. Das sind ein bisschen doof. Das waren ja nur Maschinen. Das waren ja nur Maschinen. Ja. Außerdem hast du dann das Problem, dass er nichts mehr in die Generatoren abgibt. Ja, aber das Blöde ist, warum gibt er das aus? Ich mach mal kurz locked. Ja, die verschwinden irgendwo. Die verschwinden jetzt einfach. Da kommen immer neue an und die verschwinden einfach irgendwo hin. Ich glaube nicht, dass die da reingehen. Packt er da rein. Echt? Klar. Doch, der geht echt da rein. Wird er mehr. Ja, scheiße. Ach so, nee, das ist. Doch, nee, doch. Warte mal, das ist doch richtig. Die sollen noch voll werden. Ja, sollen sie auch. Aber warte mal, ausgeben sollen sie es trotzdem nicht. Also add only. Weil sonst geben sie es hier auf dem Fließband wieder aus. Ja, dann hast du aber das Problem, wenn du nur add only machst, dass er das hier nicht mehr abgibt. Hä? In die Maschine. Ich dachte, das war wegen dem Fließband. In die Generatoren. Der gibt das nicht mehr in die Generatoren dann. Weißt du? Ich lasse einfach mal so. Wir werden mal sehen. Ich bin gerade wieder ein bisschen auf dem Schlauch. So. Habe ich ein. Dann müssen wir hier noch einen Storytower machen. Hier auch noch. Dann hat man tatsächlich immer vier Stück dran. Genau. Dann machen wir dann den fetten Laser hier hin. Und hier drüben bauen wir in der nächsten Folge die anderen noch hin. Yep, yep. Das wird ja hoffentlich schnell gehen. Und ja, gibt's gut. Das war ein bisschen Special-Folge heute. Ja, wieder ein bisschen länger. Gut, dann, ich war der Tenshi. Ja, mit dem Old Bull. Ja, hier von Sims Kanal. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüssi. Tschüss.